Wie gerinnt unser Blut? Die Blutgerinnung ist ein wichtiger Vorgang, um Blutungen zu stillen. Damit sich ein Blutgerinnsel bilden kann, müssen viele verschiedene Bestandteile in der richtigen Reihenfolge agieren. Diese Bestandteile kann man sich als eine Sportmannschaft vorstellen. Sagen wir Teamgerinnung, in der jeder eine andere Sportart beherrscht, aber alle gemeinsam an einem Mannschaftswettkampf teilnehmen. Die Mitglieder dieser Mannschaft sind alle aufeinander angewiesen, um den Wettkampf zu meistern. Da alle aufeinander angewiesen sind, wirkt es sich auf den gesamten Wettkampf aus, wenn eines der Teammitglieder behindert wird. Bei der Blutgerinnung ist es genauso. Verschiedene Bestandteile müssen zusammenarbeiten, um ein Blutgerinnsel zu bilden. Wenn ein Bestandteil beeinträchtigt ist, gerinnt das Blut nicht. Wie werden Blutungen gestillt? Zuallererst kommen die Blutplättchen, angelockt von den beschädigten Blutgefäßen. Ein bisschen wie die Zuschauer, die vom Schauplatz des Wettkampfes angezogen werden. Die Spiele beginnen. Die erste Disziplin ist ein Staffellauf, bei dem ein Team aus Proteinen antritt, die Gerinnungsfaktoren. Jeder Staffelläufer aktiviert den nächsten, indem er den Staffelstab übergibt. Der wichtigste Läufer ist Faktor 8, der das Staffelholz zwischen den Faktoren 9a und 10 weitergibt. Dadurch aktiviert er Faktor 10, welcher das Rennen beendet. Erst dann kann die nächste Disziplin beginnen. Bei der nächsten Disziplin des Wettkampfes, dem Kräftemessen, tritt ein Protein namens Fibrin an, ein flexibles Teammitglied wie ein Gewichtheber. Der Gewichtheber lässt die Massen geschlossen hinter sich stehen. Fibrin verhält sich wie ein Gewebe, das die Plättchen zusammenhält, sodass sie ein Gerinnsel bilden können, um die Blutung zu stoppen. Damit ist der Wettkampf beendet. Teamgerinnung hat gewonnen.